So machen. So. Bin ich drauf, ja, ne? Ja. Beide. Beide drauf. Ja, Mensch, hier. Tolles Ding. Was steht denn da, Jan? Warte mal. Oh, das ist Englisch. One-Minute-Didaktik. One-Minute-Didaktik. Also, oder vielleicht ist es auch einfach nur blau, wenn es nicht geklappt hat mit dem Bluescreen. Ja, da bin ich selbst mal sehr gespannt. Wie sicher bist denn du, dass du da nicht gleich One-Minute-Didaktik stehen hast? Dass der gleiche Blauton ist. Ja, weiß ich, soll die abmachen, mal. Ja, herzlich willkommen. Hallo Jan. Ja, danke. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben schon so lange vor. Wir wollten ein Video machen zu One-Minute-Didaktik und tatsächlich ist ganz aktuell geworden, weil eigentlich ist One-Minute-Didaktik ja was, was an der Uni stattfindet, oder? Ja, genau. Wir haben ja im Rahmen dieser Idee kleine Rahmen über den Kopierern angebracht. Zum Zweck, dass wir kleine Informationen über verschiedene Didaktiktechniken allen zur Verfügung stellen wollen, wenn sie am Kopierer arbeiten. Also wenn sie gerade Zeit haben, was kopieren, kurz in einer Minute eine Information, zum Beispiel wie über das erste Thema One-Minute-Feedback, sich informieren können, Inspiration bekommen. Ja, also jetzt ist keiner mehr an der Uni. Jetzt ist keiner mehr da, jetzt kopiert auch gar keiner mehr, das ist gut für die Wälder. Aber wir hatten schon die ganze Zeit vor, das auch als Video zu machen. Wir haben es auch auf der Homepage, das verlinken wir unten in dem Text zu dem Video. Und wir posten es auch immer wieder auf Twitter. Und wir müssen vielleicht ganz ehrlich als allererstes sagen, die Idee, so smart sie auch ist, kommt gar nicht von uns. Sondern ich folge ja Marc Raschke vom Klinikum Dortmund auf Instagram, auf Twitter und habe dabei eben gesehen, die haben One-Minute-Hygiene. Das heißt, am Klinikum Dortmund hängen über den ganzen Kopierern knappe, kurze Hygienehinweise, also auch vor der Corona-Pandemie schon, wo man alle nochmal daran erinnert, wie geht man denn am besten mit der Hygiene um, was sind die Maßnahmen, was kann man alles tun. Und da haben wir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine coole Geschichte, das mit Didaktik ganz ähnlich zu machen. Genau. Ja, ich fand das total spannend, als du das gesagt hast. Dachte ich, ja. Im Endeffekt ist es genau der Ort, wo ständig Leute vorstehen und nichts passiert eigentlich. Und deswegen eine ganz super Idee. Ja, bis vor wenigen Wochen war so eine Universität ja noch eine sehr analoge Geschichte. Das heißt, es wurde viel ausgedruckt, es wurde viel kopiert und dadurch ist man oft an den zentralen Druckern und Kopierern gestanden. Und das ist eigentlich ein guter Ort, um sowas aufzuhängen. Im Moment ist eine Universität ja ein sehr digitaler Ort. Das heißt, fühlt sich fast ein bisschen komisch an, hier an der Uni zu sein. Ich bin die meiste Zeit im Homeoffice. Ja, für mich fühlt es sich ganz komisch an, weil ich auch die ganze Zeit zu Hause bin und jetzt das erste Mal überhaupt den Baufortschritt hier an der Uni sehe. Im Endeffekt habe ich gerade Marina noch getroffen, liebe Grüße. Ganz seltsam, die Leute wieder zu sehen. Ja. Total. Jan ist auch sehr anständig schon mit der Maske unterwegs. Ja, Maskenpflicht kommt. Vielen jetzt. Dank dabei an die Zahnklinik. Ja. Die Masken gemacht haben. Ich arbeite noch daran, wie ich den Bart in die Maske kriege, halte deshalb noch viel Abstand und werde auch weiterhin viel Abstand halten, um die Maske auch damit zu unterstützen. Ja. Wir wollen jetzt hier so eine Serie machen, das ist quasi der Auftakt, Videofilme zu One-Minute-Didaktik, die mal genau das erklären, was wir sonst auf den Aushängen haben. Wir wollen hier mit dem Bluescreen in der Mitte arbeiten. Eventuell ist es tatsächlich nur eine blaue Metaplanwand, dann hat es nicht geklappt. Vielleicht hängen hier aber auch schon wie durch Geisterhand reinprojiziert die ersten Beispiele für One-Minute-Didaktik. Dann hat es geklappt, da werden wir gucken. Die Videos werden immer ein bisschen länger als eine Minute dauern, könnte ich mir vorstellen. Und wir werden sie nach und nach dann auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen und freuen uns aber auch unheimlich, wenn dann doch wieder ab und zu jemand in der Uni rumläuft und wir aus der Krise raus sind und man wieder tatsächlich sich die Aushänge auch angucken kann. Genau. Aber wir freuen uns, wenn ihr irgendwie dabei bleibt, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr in den Kommentaren vielleicht auch schreibt, was ihr davon haltet oder was vielleicht auch gute Ideen für so einen Aushang für ein Video wären. Und wir werden hier versuchen, euch immer auf dem Laufenden zu halten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Cut. So, machen wir das so?